holsteinerischer als Sie kann man eigentlich nicht sein. Ja? Nein. Nordisch by Nature, meine Damen und Herren, einer Ihrer ganz großen Hits. Und Sie haben wahrscheinlich das komplette Land Schleswig-Holstein geschlossen hinter sich. Begrüßen Sie herzlich Fettes Brot! Schleswig-Holstein am Start beim Bundesvision Song Contest. Ja, herzlich willkommen. Ja, ich freue mich. Wir freuen uns auch. Das hier, da habt ihr ein Geschenk für mich mitgebracht. Ja, ich lese da meinen Namen. Was ist das? Scheiße. Was denn? Das ist ein Pullover. Wir haben gehört, du weißt noch nicht, was du morgen anziehen sollst. Ja, übermorgen. Und übermorgen. Morgen. Ich dachte, das ist eine Aufzeichnung von... Nein, live, meine Damen und Herren. Live übermorgen. Am Samstag. Ja, wie sollen die Leute denn abstimmen, du Pfeife, wenn es eine Aufzeichnung ist? Hat er mich Pfeife genannt im Fernsehen? Nein, habe ich dir nicht gesagt. Das ist sehr gut. Das war sehr klug. Verklag mich doch. So, komm her, lass den Finger von. Stefan. Ach so. Da läuft nichts mehr nach der Show. Ja, man hätte jetzt eigentlich in der Reihenfolge erst euren Song benennen müssen. Den kennen die Leute auch schon. Lass die Finger von Emanuela. Genau. Läuft und jetzt gibt es sozusagen ist klar. Pendant. Aber es kann man auch so, ganz abgesehen von der Szene. Bleib mal so, das sieht gut aus in der Kamera. Ja? Das ist so geplant wie dieser Song, dieser Geburtstagssong, wo wir dann immer nur noch den Namen dann da draufschreiben mit Frank Stift. Schaller, als ich dann meine goldene Nase. So machen wir das. Ich weiß. Ja, Geburtstagssong und dann einfach nur den Namen eingefügt. Wir machen das jetzt mit Songs. Nee, das ist aber, ich habe mal sowas gehört. Wollen wir das kurz erzählen oder wollt ihr über euch was erzählen? Nee, lass uns über Frank, Frank Zander sprechen. Ja. Ja, Frank Zander hat mal so Geburtstags-CDs gemacht. Da konnten sie dann anrufen und konnten sagen, ich bestelle so eine Geburtstags-CD und die möchte ich gerne dem Uwe schenken. Ja? Unser Manager Jens ist ein ganz großer Fan dieser Idee. Und da war dann... Verarscht ihr ihn damit, heißt nicht oder? Uwe. Nein, nein. Ja. Und dann, wenn sie dann so eine CD bestellt haben und das dem Uwe dann zum Geburtstag schenken wollen, dann ist da immer so ein Lied, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Und dann kommt so, Uwe. La, 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 la. Das sind einfach nur so die Namen. Sehr funky. Ja, total funky. So, jetzt reden wir über euch. Das ist eure Single. Ja. Ja, die kommt am Montag erst raus. Genau, das heißt, neu, ne? Das frischeste Produkt beim Bundesvision Song Contest. Es heißt Emanuela. Lasst die Finger von Emanuela. Ja, das ist sehr eingängig. Es ist ja gar nicht mehr so richtig Hip-Hop eigentlich, oder? Es ist schon erst, ach, doch, ihr singt es, ja. Es ist so, wie Hip-Hop im Jahre 2005 klingen sollte. So meinte ich wen das. Wen interessiert das schon? Nein, so wollte ich das sagen. Ich denke auch. Also ihr singt richtig. Ja, wir haben geübt, wir machen das ja schon ein paar Tage und mittlerweile haben wir echt glockenklare Stimmen. Ihr habt doch vorher schon gesungen. Ja, da ein bisschen schief, jetzt singen wir gerade. Ja, gut. Und ihr habt eine Choreografie einstudiert. Ach Quatsch, das ist nicht der Rede. Das hat dir der Teufel gesagt. Nein, ich habe euch heute Mittag hier üben sehen. Ihr konntet kaum euren Text auswendig, weil ihr euch die ganze Zeit drauf konzentriert habt, müssen wir mal gleich drauf achten, wenn ihr die Schritte macht. Ja. Stefan, als wir das probiert haben, da warst das nicht du, das war dein Double. Du warst doch noch zu Hause. Ach so, stimmt ja. Du hast uns nicht beobachtet. Doch, am Fernseher. Du kriegst, das ist alles viel hast zu du eine Live-Schalte nach Hause? Ja, selbstverständlich. Ja. Du hast es geschafft. Alles. So, wir gucken uns jetzt mal euren Wahlwerbespot an. Sehr gerne. Ihr habt extra für uns einen gemacht, fantastisch. Ein Musical fast. Ja, beinahe. Ja? Wir hören mal rein, meine Damen und Herren. Zum Bundesvision Song Contest 2005 sehen Sie nun einen Wahlwerbespot von Fettes Brot. Für den Inhalt der Spots sind allein die Künstler verantwortlich. Ja, moin moin, ich bin König Boris aus Schenefeld. Ich bin Dr. Renz aus Heizenbeek. Und ich bin Björn Beton aus Pinneberg. Zusammen sind wir die großartige Band Fettes Brot. Und wir treten an beim Bundesvision Song Contest für das wunderschöne Land Schleswig-Holstein. Die Mädchen aus dem Osten sind wirklich alle so zuckersüß. Und in die Mädchen unten in Süddeutschland hab ich mich Hals über Kopf verliebt. Im Westen sind die Girls so bezaubernd auf eine ganz besondere Art. I wish they all could be Schleswig.
Schleswig-Holstein Girls, 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 Schleswig-Holstein Girls. Zum Bundeswischen Song Contest 2005 sahen wir einen Wahlwerbespot von Fettes Brot. Schleswig-Holstein haben wir vertreten durch Fettes Brot. Wenn euch da nicht die Stimmen der Mädchen zufliegen, das wollen wir noch verorten. Ja. Ihr wollt's wissen, oder? Ja, klar. Wir setzen ihr seid alles auf eine Farbe. Ihr setzt voll auf Sieg, oder? Ja. 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 Das finde ich mal gut. Ich mag diese Leute nicht, die sagen, ja, dabei sein ist alles. Ja, man muss erstmal auf jeden Fall immer mal gewinnen wollen. Richtig. Und nachher muss man eine gute Ausrede haben, warum es nicht so gelaufen ist. Die anderen, ja. Ja. Wir haben uns gedacht, die anderen, ja. Schleswig-Holstein ist ja von Natur aus oben und da soll es auch bleiben. Sehr gut. Sehr gut. Kann ich gleich für die Moderation gleich übermorgen. Ja, genau. Wollt ihr wissen, was eure Ministerpräsidentin über euch gesagt hat? Hat das gelesen? Ja, doch, erzähl mal. Hier im Stern, im aktuellen Stern von heute, wurden alle Ministerpräsidenten zu den Kandidaten ihrer Länder befragt. Und Heidi Simonis sagt über fettes Brot, auch tolles Wortspiel am Anfang, kulinarisch gesehen ist fettes Brot vielleicht nicht gerade eine Werbung für Schleswig-Holstein. Immerhin gibt es bei uns Spitzenrestaurants und Verdaulicheres und Schmackhafteres. Sogar Sterne prangen an unserem Gourmet-Himmel. Und jetzt, musikalisch gesehen, ist fettes Brot die erste Adresse. Deshalb wünsche ich den Jungs alles Gute. Macht Schleswig-Holstein. Die hat sicher einen Haufen Scheiben von uns im Schrank stehen. Mit sicher? Ja, die kennt ihr alle. Ich glaube, Heidi Simone ist scratched heimlich. Ganz geil. Weißt du? Wahrscheinlich. Wahnsinn. Hier. Kann ich Ihnen alles noch mal vorlesen bei Gelegenheit, was die einzelnen Ministerpräsidenten. In der Nachberichterstattung. Sehr interessant. Wirklich sehr interessant. So, meine Damen und Herren, wir machen jetzt ein kleines bisschen Werbung. Fettes Brot wird jetzt gleich hier live spielen. Lasst die Finger von Emanuela. Und das sehen Sie gleich nach der Werbung. Und nach der Werbung auch das hier. Und zwar Max ist wieder mal bei uns zu Gast und hat einiges zu erzählen. Deswegen bleiben Sie dran. Bis gleich. Ist mir aus Versehen. Ich wollte einen lustigen Witz machen. Normalerweise ist mir das erste Mal misslungen heute. Unglaublich. Normalerweise fange ich den Stift immer auf. Mein Gott, aber mein Gott. Heute klappt es irgendwie nicht. Ja, meine Damen und Herren, bitte keinen Mitleidsapplaus. So, meine Damen und Herren, jetzt spielen die jungen Männer, die Sie eben gerade hier gesehen haben, live für Sie. Sie treten an beim Bundeswischen Song Contest für Schleswig-Holstein und werden dort unterstützt von Delta Radio. Das ist die Single von Fettes Brot. Emanuela heißt sie und sie gibt es erst ab Montag. Ja, aber vielleicht sind Sie dann schon Bundeswischen Song Contest Gewinner, wenn das Publikum so entscheidet. Es ist Ihre Wahl, meine Damen und Herren. Sie stimmen ab, dazu gleich mehr. Hier sind Fettes Brot mit Emanuela. Lass die Finger von Emanuela. Lass die Finger von Emanuela. Alle Mädels, alle Jungs sagen No. Dein Sex wirst du nicht mehr froh. Was weißt denn du von Liebe? Von Liebe weißt du nix. Dich haben deine Gefühle mal wieder ausgetrickst. Du hältst dich für gefährlich, doch siehst nicht die Gefahr. Das hier ist die Geschichte von Emanuela. Sie ist, wie Fieber du willst, sieh wieder, das geht viel tiefer als alles andere jemals zuvor. Im Wasser kocht heiß und auf einmal wird es kalt wie Trockeneis. Sie ist unglaublich, sie macht dich traurig, dann sei, hilft auch nicht, hau ab, sonst hast du alles verloren. Alter, bitte glaube uns, so wie dir ging es hier schon tausend Jungs. Lass die Finger von Emanuela. Rauchst du Zigarette und wirfst Steine an ihr Fenster. Als du sie gesehen hast, war hier am Viertelstraßenfest, es war ihr am
andere nur zu Haus. Freitagnacht und du gehst mal wieder aus. Ein Fehler, wer steht da? Emanuela. Noch bevor es mit euch beiden angefangen hat, macht sie Schluss und eure einzige Berührung bleibt ein kurzer Abschiedskurs. Er betet und hofft, dass sie ihn erhört. Er betet und hofft, dass sie ihn erhört. Er betet und hofft, dass sie ihn erhört. Was weißt denn du von Liebe? Von Liebe weißt du nix. Dich haben deine Gefühle mal wieder ausgetrickst. Du hältst dich für gefährlich. Das ist nicht die Gefahr. Das hier ist die Geschichte von Emanuela. Lass die Finger von Emanuela. Lass die Finger von Emanuela. Alle Mädels haben Jungs sagen No. Und dein Ding wirst du nicht mehr froh. Emanuela. Emanuela. Hier, Emanuela. Und Fettes Brot wird unterstützt von Delta Radio. So, meine Damen und Herren.